der Jim FusionWorld.ch, der Anthony Meyer und der Samuel Komrov. Dann das nächste Podium geschafft. Eigentlich hat es mal geheißen, müssen wir geniessen, wenn wir eins schaffen. Letztes Mal sind wir dritten geworden, jetzt sind wir zweiten geworden. Gott, dann schreib mir mal. Was willst du sagen? Ja, ich meine, es sind jetzt gleich noch drei Stages. Also nicht, dass wir euch unter Druck setzen wollen, aber... Ich weiß nicht, was ich sage. Meine, heute... Du hast gestern gesagt, ja, das ist für die anderen vielleicht eine riesige Geschichte, für uns ist es genau gleich hart. Und es ist, glaube ich, schon ausgerechnet, der letzte Aufstieg war so ein richtiges Anschlag. Also, Simon? Ja, heute war es lustig. Wir haben gestartet unten und dann sind wir mit der zweiten, dritten und mehr als vier platziert, sind wir eigentlich alle zusammen aufgefahren. Und wir sind dann halt die Schlechtesten gewesen. Also wir haben zwei Minuten auf die Gruppe gehabt. Und auf einmal haben wir gemerkt, vielleicht kommen wir denen davon und haben dann ein Teamwork gemacht. Und die anderen zwei sind einfach zwei stark gewesen. Also je einer und die anderen zwei haben es abreißen lassen. Die mussten warten und das haben wir ausgenutzt. Das klingt schon wie ein Interview von einem Weltcup-Fahrer. <Yeah. lacht> Wow! Wo ist das Ziel gekommen? Flach. Ja, noch eineinhalb Stunden später. Ich war wie ein Häufchen Elend im Fall. Ich musste zwingen, um etwas zu essen. Und ah, schon so schlimm? Sehr kaputt. Aber es geht, jetzt geht es wieder. Gute Massage gehabt, tipptopp. Schöne Blondine. Und ja, jetzt bin ich schon wieder. Geht schon, wie morgen, mal. Ah, schon voll frisch. Ich meine, jetzt ist gleich jetzt morgen dann die dritte Etappe. Also, der vierte Tag schon. Der vierte Tag, den wir jetzt mal zeigen würden. Sind wir ja wahrscheinlich nicht so gewöhnt. Nein, ich meine, es gibt wahrscheinlich selten mal, dass er drei Tage nacheinander Höchstleistung in einem Race oder so mitbringt. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie wir das mal machen. Mal schiffen wir es noch. Also wir haben zwei Sachen heute gehört. Einer hat gesagt, der Ralf Neff hat gesagt, ja, jetzt habt ihr euch schon, der Körper hat sich schon daran gewöhnt nach gestern, morgen geht es sicher viel besser. Ja, ja. Und der andere Kollege hat gesagt, was, ihr seid jeden Tag in Zürich? Oh, no. Wir gehen einfach. Morgen nochmal in Zürich? Ja, was wollen wir? Ja gut, lieber in Zürich als auf Zürich. Habt ihr eigentlich jetzt wirklich mit ein paar anderen Fahrern noch geschnackt? Also jetzt eben, wie du sagst, mit Ralf Neff, wo ihr ein paar Tipps eingeholt habt, oder? Ja, es sind alle mega cool drauf. Es ist alle easy und gut, weißt, kannst du ein bisschen Späßchen machen auf dem Trail und so. Es ist eigentlich nicht so verbissen, aber ja, am Schluss gleich wieder gewinnen, aber es ist eine recht coole Atmosphäre. Ja, wir haben es gesehen, auch mit dem anderen Team, das ja mit euch auch ein bisschen feiert, mit dem Sportograf. Da haben sie es auch noch recht lustig. Ja, die haben es schon Rache droht, Mann. Weil das ist einer von diesen Teams, die wir heute mit abgefahren sind. Gut, dann geben wir noch Vollgasboden, oder? Während es noch passiert. Jeden Morgen, wenn ich aus dem Bett komme, bin ich froh, dass ich noch aus dem Bett komme.